Das war irgendwie, traf die Leute völlig unerwartet und brachte uns sehr, sehr große Erfolge ein, weil gerade dieser Musikstil erforderte unbedingt ein gewisses Können. Von der Stimme her, vom Geschmack her, vom Arrangement her, von der Bewegung, der Erscheinung auf der Bühne her, alles musste stimmen. Nicht? Und in dem Sinne waren wir, darf ich sagen, recht erfolgreich. Weil das Wichtigste war die Comedian Harmonies. Nicht Biberti, nicht Zizowski, nicht Frommermann, die Comedian Harmonies. Das war das Wichtigste, nicht wahr? Und das haben alle eingesehen. Und deshalb haben wir harmonisiert als Menschen und wir haben gut gelebt zusammen. Manches Mal natürlich gab es ein kleines Argument, was gut ist eigentlich. Ich war nicht alles Ja sagen. Und das hat auch geholfen zu der Entwicklung. Nun allerdings, die Comedian Harmonies haben etwas, was es heute nicht mehr gibt. Nicht? Sie haben eine Perfektion, eine Präzision erreicht gehabt, die heute nicht einmal mehr angestrebt wird. Und das war Erfolg. Ich habe gesungen für den Mensch mit Verstand. Das heißt, ich habe Text, Melodie und durch dein meine Vortragen habe ich die Menschen Zufriedenheit gegeben. Glücklich gemacht. Ja. Die Gruppe, die alte Gruppe, so wie sie war, hätten die Welt erobert. Die hätten die ganze Welt erobert. Größer noch wie die Beatles waren. Heute hab ich dem großen Glück ins Auge gesehen. Ist mir die ganze Welt noch einmal so schön. Und ich mein Schönstes dann erfüllen und meine große Sehnsucht schieren. Und Kind in dem Glück bin ich mit ein. Ich bin auf. Da, ich bin da. Spiel das mit der Meine. Beide. Zizowski. In der Spätbare Nacht ist die Liebe wach, das ist vor meine Träume. Gitarre spielt da, wenn der Mann hell am Himmel erstrahlt, denn ich habe gefühlt, denn ich der Zeit, nicht schöne Zeit. Alle Träume. Schöne Sache,
Der zweite Tenor und Bonvivant sozusagen des Ensembles, Erich Collin. Der in Kalifornien gestorben ist, vor 9 Jahren etwa. Und das ist Harry Frohman, früher frommer Mann, Amerikaner, der vor 3 Wochen starb. Ich war voriges Jahr im November, ich bin von Israel gekommen, über Frankfurt, und ich habe mit Harry eine Verabredung gehabt, ich wollte ihn sehen. Er hat gesagt, bevor ich sterbe, will ich dich sehen. Und er wollte auch mich sehen. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Wir sind aufgesessen bis 1 Uhr nachts gesprochen von der Vergangenheit. All die ganze Geschichte. Und das war so wunderbar. Der Gründer des Unternehmens war Harry Frommermann, der eine Annonce in die Zeitung setzte. In den letzten Tagen 1927 erschien diese Annonce. Stimmen gesucht, nicht über 25, musikalisch. Der Mann, zu dem ich ging, im 5. Stock ein lächerlich kleines Atelier in der Stubenrauchstraße, hieß Frommermann. Harry war die Seele der Comedian Harmonist. Ich stellte mich dahin, also ich füllte beinahe die halbe Dachbude aus. Ich hatte einen riesigen Wintermantel an und sang nun O Isis und Osiris, dass die Wände platzten, nicht wahr? Und da hatte da ein ganz billiges, uraltes Klavier, und da begleitete er mich drauf, ein bisschen holprig, aber das macht ja nichts. Und sagte dann, einigermaßen angetan von meinen Mitteln, sagte, ja, wollen Sie das machen mit uns? Kennen Sie die Revelers? Die bekannte Gesangquartett Amerika. Das sind 4 Sänger und eine Pianist. Platten gab es von denen. Und so hat Harry Frommermann die Idee bekommen. Durch die Revelers. Warum kennen wir hier nicht in Deutschland so eine Gruppe Grin? Und wir hatten ja so etwas noch nie erlebt vorher. Wir hatten ja nur die üblichen Gesangsquartette erlebt, mit Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben, mit Glaseehandschuhen und Notenbüchern. Ne? Und dass wir es als eine Sensation ansahen, wenn das jemals öffentlich jetzt wirksam werden würde. Und so war es dann auch.